Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Desert Claw. Ihr seht ja, bin wieder bei Transport Fever. Ich dachte mir mal, ich mache heute mal eine Zugmitfahrt. Und zwar mit dieser schönen Lok mit der BBÖ 214. Dieser Zug gehört zu meinen absoluten Lieblingen. Auch wenn mir der Sound jetzt nicht so unbedingt gefällt. Der Fahrsound. Ja. Die Strecke, die ich euch zeigen will. Ihr seht es ja hier schon an der Fahrtliste. Geht in Graz los. Ich habe jetzt nicht so stark mich um die Städteverteilung, also um die Richtigkeit fokussiert bei meinen ausländischen Städten aus Österreich, Moskau, Spanien, Frankreich, Belgien, Amsterdam und England habe ich noch ein bisschen versucht, das einigermaßen gut positioniert ist. Bei den Deutschen habe ich es einfach mal 5 gerade sein lassen. Habe es so genommen, wie es geladen wurde. Die Karte, die ich nutze, ist die Flüsse 6K Mod von Angry CJ. Gehört zu meiner Lieblingsmod. Hat schönen breiten Fluss für die Schiffe. Mag diese Karte sehr gerne. Seht ihr schon die Linie von dem Zug. So, wie gesagt, das geht in Graz los. Geht dann nach Wien. Wien ist einer der Städte, die ich mit Waren beliefere. Ich tue es nicht bei allen. Ware bekommen. Wien, Moskau, Berlin, Zürich, Paris und London. Sonst würde das Spiel wahrscheinlich noch stärker lacken, würde ich andere Städte noch dazu nehmen. Bin nämlich bei ungefähr 20.000 ungefähr mindestens. Müsste so hinkommen. Und bei über 1500 Fahrzeugen. Deswegen, wie gesagt, wird bei der Fahrt vor allem gleich beim Monatsende so ein bisschen lacken. So für ein paar Sekunden. Und zwischendurch halt mal kleine Verzögerungen bei der Fahrt geben. Ich hab das Video habe ich jetzt erst gemacht, weil ich halt ein bisschen schnellere Züge haben wollte. Und das geht ja erst so in den 30er Jahren los. Ich bin jetzt ja kurz vor 1940. Da sind ja wenigstens schon ein paar ordentliche Züge. Jetzt mal weiter zur Fahrtstrecke. Von Wien geht es dann nach Bottrop. Über die anderen Strecken, die ihr hier seht, erzähle ich euch ein bisschen später. Ein paar seht ihr ja schon, wo sie enden. Dann geht es durch Wiesbaden durch. Wie ihr seht, habe ich ja eine Zugdurchfahrt gemacht. Der Zug hält hier also nicht. Dann geht es nach Mannheim. Dann zu meiner Hauptstadt Berlin. Ihr seht ja, Berlin hat 3 Anlaufstellen. Wir halten hier an dem rechten. Hat ziemlich lange gedauert, das hier zu bauen. Die ganzen Verwirbelungen.
leider auch mit ein paar Fehlern. Eine Strecke fährt in eine Richtung, die er eigentlich nicht fahren sollte. Aber na gut, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Hat das nämlich eigentlich geplant, für jede der Verbindungsstrecken, Verbindungsstädte, die jetzt nächstes drankommen, drei Züge, deswegen die drei Bahnhöfe. Aber einen habe ich aus Versehen in eine andere Richtung geschickt. Dafür habe ich ja hier eine andere Strecke auch gebaut. Normalerweise sollte der Zug eigentlich auch nach Mannheim gehen. Aber dadurch, dass ich einen Zug aus Moskau hier lang fahren lasse, habe ich mich jetzt umentschieden, den Zug in eine andere Richtung zu lenken. Ja, wie gesagt, der Zug fährt dann hier in den Westen rein, schlängelt sich dann hier so ein bisschen durch unter die Brücke, dann auf die Brücke. Jetzt läuft's schon wieder. Und dann geht's auch schon zum Endbahnhof Essen. Ist also keine allzu große Strecke. So. Dann machen wir mal weiter. Der kommt, fährt von Graz nach Lissabon, also Portugal habe ich auch mit dabei, aber nur Lissabon. So, fahren wir jetzt mal los. Zug, der da hinten wegfährt. Oh, habe ich da einen anderen Typen genommen? Na gut. Das bin ich eigentlich auch mit BBÖ 214. Der andere Zug, der da hinten wegfährt, fährt von Graz nach Wien, aber über Umwege. Halt über Innsbruck, Salzgitter und Salzburg. Was da fliegt, müsste, glaube ich, die Wolf sein. Bin jetzt da gerade nicht sicher, welches Maschinchen das ist. Ist auf jeden Fall auch eine Mod. Die linke Strecke hier ist fährt von Wien nach Zürich über ein paar Umwege. Der Zug ist von der BLS Mod. Die fügt ja eine Menge schweizerische Züge, Busse und Schiffe dazu. Kann ich gerne euch den Link unten in die Beschreibung setzen. Und natürlich auch von dem Zug. Von der BBÖ. Die kommt natürlich auch mit dazu. Ja, ihr merkt ja schon, so ein bisschen Lacken tut es, aber während der Fahrt geht es eigentlich in der Regel. Auf jeden Fall freie Strecke. Die Strecke rechts ist, da fährt ein Zug, der die Schlacke vom Stahlwerk, den ihr vorhin gerade kurz gesehen habt, zur Baumaterialfabrik bringt. Wir Wien, jetzt wird es wieder ein bisschen stärker lacken, weil sie ja schon recht groß ist, die Stadt.
Hier trifft der Zug halt, wie gesagt, auf die Strecken Graz-Wien und Wien-Zürich. Der Zug, der da kommt, ist einer von den Güterzügen. Auf dieser Linie, auf die er fährt, fahren zwei Züge. Einmal diese Linie, die ging von Berlin aus Baumaterial und Zement. Aber Baumaterial geht auch zurück nach Berlin. Eher eine Strecke, die jetzt links abgeht, bringt den Treibstoff aus Salzburg nach Wien. Die andere Strecke, die auf den anderen beiden Spuren, die jetzt links sind, bringt die anderen Güter aus Berlin bzw. aus Schweiz nach Berlin, Schweiz. Wien nach Berlin natürlich, also durch die neue Industrie und halt so Sachen wie Lebensmittel, also das sind alte Papier, das fällt mir noch nicht schneller ein, naja, ist noch nicht so wichtig, auf jeden Fall die anderen Güter. Über die Brücke fährt der Zug, der nochmal, ach, der Plastik nach Wien für die Maschinenfabrik und für die Warenfabrik. Die drei rechts die Linien bringen Stahl, also hier die rechte ist Bretter, die mittlere müsste Stahl sein und rechts ist der Schlackewagen, der jetzt da gerade kommt. Und da haben wir den anderen. Ach ja, Treibstoff bringt er auch noch. Treibstoff und Alkohol bringt dieser Zug von Berlin nach Wien und andersrum. Also ein kleiner Warenaustausch. Jetzt kommen wir nach Bottrop. Wie ihr merkt, lagt es jetzt wieder ein bisschen stärker, weil es halt auch eine recht große Stadt ist. So, hier trifft der Zug ganz links die Spur, ist Bottrop-Innsbruck. Das ist eine Strecke über nur drei Bahnhöfe. Rechts, der ist noch nicht fertig, die Strecke ist noch nicht fertig, da bin ich noch am Bauen. Da habe ich jetzt aber eine Mod mir gezogen, die dann auf dieser Strecke fahren wird. Aber wie gesagt, ist halt noch im Bau. Wird von Bottrop nach Ingolstadt, glaube ich, gehen. Am Kartenrand entlang. Habe ich schon gebaut, aber noch nicht viel.
jetzt geht die Strecke nur, von Bottrop nach Wladiwostok. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig geschrieben. Auf den spanischen Zug fährt halt durch. Jetzt schon stärker als gedacht. Der spanische Zug fährt von Moskau nach Bordeaux, ist meine längste Strecke. Halt über noch Barcelona. Deswegen habe ich mich für den spanischen Zug erstmal entschieden. Jetzt überholen wir den spanischen gerade. Die richtige Brücke hätte ich jetzt eigentlich nicht so unbedingt bauen müssen. Die eigentlich auch unten lang fahren lassen können. Naja. Bin halt auch nicht perfekt. Weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, wie wir da jetzt lang fahren. Die linke führt nach Berlin auf jeden Fall, die andere geht nach Halle. Ich würde die mittlere Strecke in der Mitte von Berlin halten. Eine alte Busse, naja, nicht so schlimm. Sind aus der aus dem Buspaket von Simon. Da sind ja auch mindestens 10 Busse, glaube ich, jetzt schon dabei. Der Monat Anfang sein jetzt gerade. Bleibt ja wieder sehr stark.
jeden Fall fährt die linke Strecke auch nach Essen. Dann nach London, glaube ich. Ja, müsste die London-Strecke sein. Grad 2 aus Berlin. Ich habe dem Flughafen noch nicht die Namen Schönefeld oder BER gegeben. Aus Angst, dass er nicht rentabel ist. Oder sich der Bau verzögert. Ist leider jetzt eine Großstadt, aber ich glaube, das ist jetzt etwas stärker leider. Darüber liegt die Mitfahrt zu machen, wenn der neue Performance-Patch rauskommt. Aber da weiß ich, ist ja noch nichts klar, wann er kommt. Und Grafik runterschrauben wollte ich jetzt nicht so unbedingt. Bringt der eh nicht so wirklich viel. Der rote Zug, die eben zu sehen war, kurz, ist meine S1, also meine S-Bahn. Da fährt aber einer der Züge aus der russischen, von der russischen U-Bahn-Linien auf der Strecke erstmal, bis ich dann vielleicht irgendwann mal die S-Bahn bekomme. Jetzt gerade. Der Zug, der jetzt über die Brücke geht, ist der, der nach Richtung Schwerin geht. Der nach rechts abknickt, geht nach Bremen. Und die anderen beiden Strecken gehen nach München. Lagt ja wirklich schon ziemlich stark, aber ich hatte schon mal schlimmer gehabt, dass ich überhaupt nicht mehr spielen konnte. Da war das jetzt hier noch, ganz recht angenehm. Die linke Strecke ist von München nach Dover auf jeden Fall.
hält nicht in Berlin. Fährt nur außen vorbei. Kleiner Baufehler leider meinerseits. Ich habe eine Strecke zu viel hier auf den Brücken gebaut. Was das? Ich konnte die Strecke aber leider nicht löschen. Wegen Brückenpfeiler, Kollision. Okay. Für den angesprochenen Zug nach London war es doch nicht, dass nämlich hier die Strecke, die elektrifiziert ist. Die fährt von London nach Zürich. Das ist ein OG-Zug. Also von Urban Games. Die AE, ja, noch irgendwas. Rechte Strecke ist man auch noch nicht befahren. Die befindet sich auch noch im Bau. Naja, wir nähern uns ja jetzt dem Zielort. Wie gesagt, ich entschuldige mich für die Lags, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Ich weiß, es ist zum Teil etwas öde, aber ich bin jetzt auch nicht so der riesen Schönbauer. Einzige, was ich einigermaßen kriege, ist halt so eine Streckenführung hier. Es hat mehrere Züge halt auf der Strecke fahren. Oh, so eine Brücken wie in Berlin. Ein Navi würde jetzt sagen, sie haben ihr Ziel erreicht. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch trotz der Lags ein wenig gefallen. Als nächstes ist eine Moskau-Strecke geplant, die Mitte von Berlin anfährt. Aber wenn ich die mache, weiß ich noch nicht. Und ob ich sie immer mache oder ob ich warte, bis der Performance-Patch rauskommt, der irgendwann jetzt irgendwann kommen wird, hat ja OG angekündigt. Lasst euch einfach überraschen. Ich, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Ob es jetzt ein Transportführer-Video wird oder von Skyrim, weiß ich jetzt noch nicht. Ich spiele momentan beides. Lasst euch einfach überraschen. Ja, der typische Anhang. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, Tag, guten Hunger, je nachdem, wann ihr guckt. Und bis zum nächsten Mal.